und sind dann praktisch auf das Pooldeck. Und wir haben jetzt im Moment uns diesen Bereich mit angeschaut. Und ihr seht schon, dieser Bereich, wo wir im Moment sind, da sind keine Suiten. Na, und hier auf Deck 4, auf dem Europadeck, sind auch keine Suiten. Ansonsten haben wir Suiten komplett verteilt, wie es halt üblich ist, umso höher, umso teurer. Wir haben auf der Europa 36 Suiten, die keinen Balkon haben. Das sind hier diese vorderen. Das ist auch, wenn ihr später mal vom Schiff runtergeht und könnt nochmal zurückschauen, dann werdet ihr das sehen. Das Schiff hat noch eine ganz tolle, schöne Schiffform. Wo ich sage, noch richtig schön abgerundet, sieht noch richtig als Schiff aus, ist aber daran geschuldet, dass es eben keine Balkon-Suiten vorne hat. Dadurch kann man das machen. Auf den neuen, auf der Europa 2 ist viel kastenförmiger, weil dort haben wir nur Suiten mit Veranda. Da gibt es gar nichts anderes. Na? Aber man sieht das hier, hier vorne, na, im schönen Deckplan, haben keinen Balkon drin. Die klassischen haben 27 Quadratmeter und das variiert immer mit 0,5, also zwischen 5,5 und 6,5 Quadratmeter Balkon. In dem Bereich Deck 5, Deck 6, Deck 7 und Deck 9, ne, von der Größe her. Wir haben hier, da haben wir auch eine Showsuite, die ich euch gleich zeigen kann, eine Spa-Suite. Und hier oben haben wir noch die Penthouse Deluxe und die Grand Penthouse Suite, die zwei großen vorne. Also können wir uns wirklich alles wunderbar mit anschauen. Was vielleicht immer ganz interessant ist, also ich habe die Erfahrung gemacht, na, man will ein bisschen Mehrwert seinen Kunden bieten, dass wenn man den Gast sagt, Mensch, möchten Sie denn in Fahrtrichtung im Bett liegen oder gegen Fahrtrichtung, dann könnt ihr das auf allen beiden Schiffen Europa oder Europa wunderbar sehen. Ihr seht hier so eine Einbuchtung, könnt auch gerne mal ein bisschen näher kommen, dass ihr seht. Das heißt, diese Einbuchtung bedeutet immer, da ist die Tür. Und immer wenn man dann hier praktisch jetzt in die 622 reingeht, ich gehe hier rein, dann ist auf der gegenüberliegenden Seite immer das Bett. Das heißt, ich könnte jetzt sagen, ohne die Suite 622 auswendig zu können, also in der 622 liegen sie in Fahrtrichtung, weil das Schiff, weil ich jetzt auf der anderen Seite bin, fährt in Fahrtrichtung. Ne? Ist manchmal für viele Gäste kein nicht kriegsentscheidend, aber es macht so einen Eindruck, boah, die kennen sich aus, ne? Weil es wird ja auch öfters gefragt, möchten Sie Backbord oder Steuerbord? Mhm. Also es gibt keine Regel, dass man wirklich auf einer Seite mehr praktisch am Hafen liegt oder weniger am Hafen. Manchmal ist es auch wirklich nicht gegeben, auch wenn man in der Fahrtrichtung abschätzen kann, ja, man fährt ein bisschen mehr Landseite. Es kommt immer darauf an, wie der Kapitän fährt. Ne? Also das,